Es gibt AAA-Titel, AA-Titel, A-Titel, B-Titel, C-Titel, D-Titel, F-Titel, G-Titel, H-Titel, B-Titel, Top-Titel, X-Titel, C-Titel und dann gibt's in die Tonne Titel. Die schlimmsten Titel haben wir rausgesucht, ganz unten, rausgekratzt, um sie heute unseren drei Champions fortzusetzen. Denn ein guter Gamer spielt nicht nur die besten Spiele, sondern kann auch mit einem abgeranzten, abgestandenen, schon komplett durchgesuppten Spiel einiges leisten. Ja. Glauben wir zumindest. So guck süß mal, Mel, und naiv sitzen sie noch da. Guck mal, Mel schon richtig verschüchtert. Hallo. So wie beim Zahnarzt, wenn der Zahnarzt so sagt, Ach, ich gehe gern zum Zahnarzt. Wir wollen euch eine Sache direkt mal ziehen, wie so ein Weisheitszahn, Mel, ich weiß nicht, ob du auch welche hast. Ihr seid hier nicht verbündet, ne? Also es ist schon, ja, also ihr seid ganz bewusst auch aufgrund eures Konfliktpotenzials ausgewählt worden. Und wer kennt es nicht? Was für Konfliktpotenzial? Junge, was erzählst du denn da? Also hast du dir die Runde hier mal angeguckt? Okay, es ist schon also. Es braucht von Nils nur so eine kleine Lunte, nur so einen kleinen Funken und schon explodiert das. Denn es kann heute nur einen Gewinner, nur eine Gewinnerin geben. Am Ende könnt ihr so viel euch verbünden, wie ihr wollt. Aufs Treppchen kommt nur ein. Dann continue mal. Ja. Und Anton, sich hier den Sieg. Gibt es einen Meltdown oder sehen wir am Ende ein Unentschieden und müssen dann neue Regeln erfinden, wie wir den Sieg dann verteilen? Ja, ob Mel jetzt die Jungs weiter melken kann und ihnen die Punkte aus den Eutern spratzt oder ob hier Anton und Steffen zurückschlagen können, das erfahren wir in Runde 2. Und da habe ich aber in der letzten Runde einen Schlüsselsatz gehört von Anton, der nämlich sagte, ich bin ja bekanntermaßen Fan von Drachen. Ja. Und jetzt spielen wir Dragon Fury. Was für ein Zufall. Das könnte natürlich Anton in die Karten spielen. Und er ist natürlich auch, glaube ich, von den drei einfach der gewaltbereiteste, der am meisten Erfahrung mit körperlicher Gewalt hat. Ja, absolut. Seine ganze Biografie ist gepflastert von körperlicher Gewalt. Ein Schlag wie ein Pflasterstein, auch seine Fäuste tragen die Namen Bob der Bilder und die Abrissbirne. Ja, er hat schon mehr Zähne gekostet als meine Fahrradschaltung. Mhm. Und wenn er das. Ja, zum Glück kennt Mel einen guten Zahnarzt, den wird sie auch brauchen. Denn Anton wird hier, glaube ich, in ihrem Mund nichts übrig lassen. Ja, so sind wir hier. Aber das Gute an Mels Waffe ist, egal ob sie gewinnt oder verliert, man kann am Ende sagen. Kann ich den Stab auch benutzen oder? Sie starb. Okay. Also mit diesem Schwert wird er förmlich auch zum Samurai. Wahnsinn! Und jetzt sehen wir hier den Schweinemann. Oh, und Sauron. Und Sauron ist mit dabei, der ja natürlich jetzt nach der abgedrehten Herr-der-Ringe-Trilogie auch irgendwie ein bisschen Einkommen braucht. Ich hab ein Laserschwert und es gibt nicht jede Woche eine Obi-Eröffnung, also lässt man sich natürlich für so ein Spiel abrichten. Ich meine, man könnte fast sagen, Mel spielt einen Saumurai. Mel richtig am Kochen, wir sollten sie vielleicht Melzer nennen. Ich glaube, den Charakter Ayane spricht man zukünftig. Ja, aber Ayane. Wird Steffen hier gewinnen oder muss man Dur künftig Moll nennen? Ja, beim Pferderennen muss man schnell sein. Man muss quasi ein echter Nico Rosberg sein, um hier den Punkt zu holen. Ja, man sagt ja auch, wer reitet, der rost.